die einzige Zeit, die existiert, ist der Augenblick. Ich würde euch nun bitten, euch Augenblicke des Herzens zu nehmen, euer Herz zu fühlen, zu spüren, es richtig wahrzunehmen. Schließt vielleicht eure Augen, damit ihr das Außen nicht wahrnehmen könnt, und wirklich in euch geht, in euer Herz. Setzt euch auf einen goldenen Thron in eurem Herzen und lebt im Augenblick eurer eigenen Göttlichkeit. Das bitte ich euch von ganzem Herzen. Tief hinunter bis zur Mitte des Erdkerns. Ein gold-silber-glänzender Kristall euch liebevoll begrüßt. Gaia, die Mutter Erde freut sich, dass ihr euch wieder mit ihr verbindet. Ganz liebevoll umschlingt ihr eure wunderbaren Wurzeln, den wunderbaren Kristall, und ganz liebevoll gibt euch nun die Mutter Erde ihre Energie, die nun aufsteigt durch das Magma. Steinschicht, die Erdschicht, eure Fußsohle, von einem Fußsohle, eure Waden, von einem Waden, eure Oberschenkel, eure Unterleib, durch die Organe, hinauf bis zu eurem Herzen. Liebesenergie der Mutter Erde. Fühl den Fluss des Lebens, wie er wieder in euch einfließt. Yeah.
Spuren verharren. Fließen nun durch diese Blume bis in euer Herz. Energie fließt mehr und mehr und mehr. Wie ein Wasserfall fließt um die Liebesenergie der Mutter Erde und des Universums. Euer Herz von euren
Hello, my friend. Welcome and feeling. Open your heart. Enjoy your life now. The world is fine and so beautiful. See the rainbow in the sky. Feel it, open your heart, enjoy your life now. The world is fine and so beautiful. See the rainbow in the sky. Feel the spirit here today. Hand in hand, side by side. Feel the spirit here today. Hand in hand, side by side. Rainbow spirit. Rainbow spirit. Rainbow spirit tonight. Rainbow spirit, rainbow spirit, rainbow spirit tonight. Oh, 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 oh. Hello, my friend. Welcome and feel it. Open your heart. Enjoy your life now. The world is fine and so beautiful. See the rainbow in the sky. Feel the spirit here today. Side. Feel the spirit
here today. Hand in hand, side by side, rainbow spirit, rainbow spirit, rainbow spirit tonight. Rainbow spirit, rainbow spirit, rainbow spirit tonight. Rainbow spirit, day and night. The colors of your soul. Rainbow spirit. I can hear your heartbeat. Sing it, come on. I can hear your heartbeat. Together, come on. I can hear your heartbeat. One more time together. I can hear your heartbeat. I can hear your heartbeat. I can hear your heartbeat tonight.
I'll sing it. I can hear your heartbeat. One more time. I can hear your heartbeat. Your heartbeat. I can hear. Your heartbeat. I can hear your heartbeat.
Möchte ich eure Herzen so richtig hören? Bitte komm. Your heartbeat. Singt mit euren Herzen. Heartbeat. Öffnet euer Herz. Your heartbeat. Your heartbeat. I can hear. I can hear. I can hear. I can hear. Your heartbeat. Your heartbeat. Your heartbeat. Ich höre nichts. Your heartbeat. One more time. I can hear. I can hear, I can hear, I can hear your heartbeat, your heartbeat, your heartbeat, your heartbeat. I can hear, I can hear, schon langsam hört man ja was. I can hear, I can hear your heartbeat, your heartbeat, your heartbeat. Heartbeat. I can hear your heartbeat. I can hear your heartbeat tonight. 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 I can hear. Mein Papa macht wieder los. Ja, danke euch. Danke, dass ihr heute hier seid und es ermöglicht, dass dieses Konzert hier stattfindet. Denn ohne euch wären wir hier gar nichts. Danke euch von ganzem Herzen. Schön, euch zu fühlen, euch wahrzunehmen, euch zu spüren. Eure Energie aufzunehmen und genau hier Musik für den Augenblick zu machen. Denn das, was hier passiert, das seid ihr. Ihr mit uns verbunden. In Schwingung und Harmonie. Und dafür danke ich euch von ganzem Herzen. So, ich muss mal schauen, was mit der Zeit ist, in der Zeitlosigkeit. Hey, wir haben noch eine halbe Stunde, noch 40 Minuten sogar, also jetzt machen wir was. Macht ihr was Schönes? Also wie gesagt, wir haben gestern eine Stunde zusammen gespielt und das ist das, was rausgekommen ist. Wir haben nicht geprobt, es ist wirklich Musik für den Augenblick. Ihr werdet es auch merken zwischendurch. Ja, vielleicht merkt ihr es auch nicht, auch egal, ist nicht so wichtig. Schön ist es, dass es schwingt. Das ist wichtig. Was macht man? Macht was Schönes. Ja, machen wir das Dritte, weil wir gestern keine Zeit dazu hatten. Ja, was war das Dritte? Was war das Dritte? Na, es kommt jetzt. Ich? Ah, Chris, Chris. Ja, der Chris kommt. Der Chris. Chris. Das ist der Chris. Das ist der Chris. Also ich mache auch Seminare der Zeitlosigkeit, wo das ganze Wochenende so eine Schwingung ist. Also wenn euch alles interessiert. Wir haben unten dann die Jam-Bühne. Und zu Silvester
habe ich die Eingebung vom Universum bekommen, dass ich eine Silvesterparty für 333 Leute machen soll. Ich bin auch dabei. Da habe ich mal gelacht, habe mal so richtig gelacht und habe gesagt, okay Universum, wie soll ich das machen? Ja, und es war total lustig. Eine halbe Stunde später hat dann die Marktgemeinde Gradwein angerufen wegen einer anderen Geschichte und dann habe ich gefragt, du, ist zu Silvester zufällig die Mehrzweckhalle frei? Ja, die wäre frei. Ich könnte sie sogar 4 Tage haben und dort wirklich Zeitlosigkeit mit den Menschen erleben. Ja, und was würde mir das Ganze kosten? Ich bekomme sie gratis. Das heißt, ich habe eine Halle, wo 500 Leute hineingehen, habe die Musikanlage, habe Musiker, die zeitlose Musik machen wollen und auch die Eva wird dabei sein, wenn ich so mitbekomme. Oh, ja. Vincenzo hat gesagt, er möchte Geld verdienen zu Silvester, ist auch okay. Ich sag nichts dazu. Ja, und wir werden dort Zeitlosigkeit verbringen. Es kommt auch das Haus Lichtspur aus Saarbrücken. Das habe ich dir noch gar nicht gesagt, Chris. Ne? Doch, hast du mir schon gesagt. Ah, weißt du schon, ja, okay, weißt du schon. Und wir möchten dort wirklich mit den Leuten einmal das Alte verabschieden, in die Urkraft von uns selbst gehen, einmal uns selbst wahrzunehmen, zu spüren, wo wir stehen auf unserer Entwicklung. Dann musizieren, tönen, spielen miteinander, einfach Menschlichkeit erleben. Es gibt keinen Alkohol, also es gibt nur veganes Essen, aber wunderbares veganes Catering von, weiß ich jetzt nicht, wie er heißt, aber ich habe ihn auf einer Messe kennengelernt danach und er hat gesagt, er kommt zu Silvester, also wir sind bestens versorgt. Ja, es würde mich freuen. Rundherum sind wunderbare Hotels, die darauf warten, dass dort jemand Urlaub macht. Das ist in Österreich. Das ist in Österreich, in der Nähe von Graz, in der Steiermark. Im grünen Herzen von Österreich, im Herzen von Österreich. Und wir werden dort einfach feiern, Leute. Ich habe heuer von einer ganz, ganz lieben, sehr, sehr fantastischen Frau und Freundin einen schönen Spruch gehört. Und sie hat mir gesagt, 2012 haben wir vorbereitet, 2013 kochen wir. Und 2014 wird gegessen. Und wenn ich so diese letzten Jahre, also auch die schon vor 2012 betrachte, die waren ja ziemlich intensiv und heftig und von vielen, vielen, vielen Prozessen begleitet. Das habt ihr sicher auch gemerkt. Und dieses Jahr war schon merklich leichter, zumindest in einigen Dingen. Also dieses Kochen, dieses Gemeinsame, so wie hier zum Beispiel, da merke ich, da fließt schon wesentlich mehr anders als früher. Wesentlich einfacher, es ist noch so ein bisschen von Ruckereien begleitet, weil jeder ein bisschen andere Vorstellungen hat, wie da die Zutaten zusammengehören. Aber es ist echt schon ein super schönes Miteinander und 2014 wird einfach super geil werden. Es wird ein Fest und ein Feiern werden und ich freue mich sehr, Hannes, dass du das machst. Super, und unter diesem Motto, ich habe gerade eine Eingebung vom Universum gehabt, unter diesem Motto wird die Veranstaltung fließen. Gott ist der DJ. Die Erde ist die Tanzfläche, das Leben ist der Rhythmus und wir sind die Musik. Ohio! Die Göttin? Ja, ja. Sie will immer Sonderbehandlung. Sie ist eine Göttin. Bitte klatscht doch mal für sie. Bitte, bitte klatscht doch mal für sie. For angels
you and me, for love and light, now and tomorrow, to be what we love to be. Rainbow spirit, I don't want to be without it. Rainbow spirit, I feel it, I feel it. Rainbow spirit, I do it, I do it. Rainbow spirit, I love it. Rainbow spirit, I feel it, I do it. Der Regenbogen. Ich bin's, du bist es.
Ja, und liebe Leute, was heißt das in Wirklichkeit, dieser Regenbogen? Es ist das, wo es für uns alle hingeht. Keine Ausgrenzung mehr, sondern die totale Integration. Das, was uns der Regenbogen zeigt, dass alle Farben, alles immer und immer zur gleichen Zeit da sein darf. Yeah. Ah ja. Das heißt, wir starten hier ein neues Lebensexperiment, das hier so noch nie gewesen ist und wir wissen noch nicht, was das wirklich sein wird. Aha. Diese sogenannte fünfte Dimension, von der wir viel sprechen in der letzten Zeit, lieber Hannes. Ich hätte einen einfachen Satz. Ich spreche ihn nur noch einmal vor, okay? Ich lebe das Abenteuerliebe mit meiner vollen Ich-Bin-Kraft, sodass ich ein glücklicher erfülltes und gesundes Leben erlebe. Wie gefällt euch dieser Satz? Ja, der ist sehr schön, Hannes. Der ist noch sehr allgemein formuliert. Ich habe da gern konkretere Dinge. Du weißt, ich bin Stier. Und sie steht auf die Details, wie immer. Gell? Stier, genau. Deswegen hat sie auch nie Geld, weil sie Stier ist. Gell? Fülle kommt gerade super ins Fließen. Also für mich gehört das alles dazu und die Selbstliebe natürlich auch in erster Linie. Das Abenteuerliebe, ja, was heißt das in Wirklichkeit? Das, ja, nicht das Ausgrenzen von Dingen, die noch Widerstände machen oder Widerstände gemacht haben. Das Zulassen von vielleicht auch ein bisschen scary, unangenehmen Dingen im Leben, das Annehmen dessen und doch das Wissen, um zu sagen, was tut mir gut. Nun, so denn werde ich euch jetzt die einzige... Da kurz mal aus, der Hannes. Nun, so denn werde ich euch nun die einzige absolute Wahrheit und Weisheit auf dieser Erde erzählen. Wollt ihr sie von einem Trommler und Geschichtenerzähler hören? Die Wahrheit. So sage ich euch nun die einzige absolute Wahrheit und Weisheit auf dieser Erde. Denn die einzige absolute Wahrheit und Weisheit ist die, das wollte ich sagen, meine, ne? Dass es keine einzige absolute Wahrheit und Weisheit gibt. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch ist etwas Besonderes. Ich habe nie das Leben aus den Augen eines anderen Menschen gesehen. Noch bin ich in seinen Schuhen gegangen oder habe seine Vorlieben durchlebt. Also woher soll ich wissen, was diesem Mensch gut tut? Er lebt ja sein eigenes Leben. Sehr gerne kann ich ihn aber als Wegbegleiter auf seinem Weg begleiten und ihm meine Weisheit kundtun. Ob er sie annimmt oder nicht, genau das ist der freie Wille, sodass wir miteinander liebevoll, achtsam und respektvoll umgehen. Ja. Klingt gut, gell? Ich weiß noch nicht, ob ich schon leben kann, aber ich bin halt jemand, der es tut. Denn es geht ums Tun im Leben. Schöpfer sein seiner eigenen Realität. Egal, was du tust, Hauptsache du tust. Du siehst dann eh, was daraus entsteht. Ganz einfach. Doch wenn du nichts tust, kann auch nichts passieren. Was wolltest du denn hören? Musik. Was, hab ich gewünscht? Was mit viel Trommel? Cool. Ja, Chris, dann gehen wir raus. Ne? Vincenzo, mein Gaslied. Dein Gaslied. Ich habe ein Gaslied. Der Vincenzo hat ein Gaslied, okay? Jetzt spielen wir sein Gaslied. Ganz einfacher Text für euch. Ganapati, Namo Namaste. Ganapati, Namo Namaste. Ganapati ist ein anderer Name für Ganesha. Und Namaste ist für uns sehr bekannt. Ja? Okay, so jetzt könnt ihr alles rauslassen.
Ihr könnt euch auch nackt ausziehen, hier tanzen, es ist alles okay. Hier. Macht einfach das, was euch Spaß macht. Das Leben ist einfach verrückt. Okay. Gana Party, Namo Namaste. Namo! Gana Party, Namo Namaste. Namo! Gana Party, Namo Namaste. Namo! Namo Namaste. Hey!
ist was für eure Stimmen. Die Stimmen mit den Trommeln, mit dem Körper mitzuerleben, ist ein einmaliges Erlebnis. Es ist ganz einfach. Machen wir nochmal einen Text? Ja. Okay! Gala Party! Es geht noch ein bisschen lauter. Gala Party! Hey! Namo Namaste! One more time! Gala Party! Namo Namaste! Namo! Namo Namaste! Namo Namaste. Namo Namaste. Ganapati. Namo Namaste. Namo Namaste. Ganapati. Namo Namaste. Namo. Namo Namaste. Namo. Danke. Eine wunderbare Schamanin hat einmal zu mir gesagt, dass wir alle Schamanen sind. In jedem von uns steckt ein Schamane. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir für jede Lebenssituation leben, dann
Danke sagen können. Ab diesem Zeitpunkt leben wir unseren eigenen Schamanen. Darum bitte ich euch von ganzem Herzen, vielleicht heute einen Tag der Selbstreflexion. Ihr wisst schon, was ich meine. Danke, dass ich heute hier sein darf. Wir haben noch genau eine Viertelstunde. Was machen wir, Chris? Ja, ich würde sagen, wir leben das, was du gerade gesagt hast. Was hält ihr davon, wenn wir alle miteinander tönen und alle mal hierher kommen in diesen Raum und wir hier so einen richtigen Space öffnen? Ich zeige euch einmal, wie man so richtig mit dem Himmeltati telefoniert. Wollt ihr das? Ja, machen wir einen Kreis, machen wir einen Kreis. Chris, machst du die Koordination? Oh.